Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktausblick und Live Trading mit Mario Lüdemann. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich mache nur ganz kurz ein informatives Intro und dann werde ich auch sofort an Herrn Lüdemann weitergeben. Ja, und zwar, Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass wir im Hintergrund daran arbeiten, den Agena Trader auch für FX Flat anzubieten. Die heiße Testphase hat bereits begonnen, also sieht auch sehr gut aus bis jetzt. Und wer interessiert ist und auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich bei uns auf der Webseite unter Handelsplattformen Agena Trader schon mal erste Informationen zu der Plattform finden, wer die Plattform jetzt noch nicht so kennt und ansonsten, wie da die Bedingungen sein werden, um mit den Agena Trader dann von FX Flat zu erhalten und wer entsprechend informiert sein möchte, kann uns dann eine E-Mail kurz schreiben, damit wir die dann informieren, inwieweit, in welchem Status wir dann sind und wann wir letztendlich auch online gehen können. Ja, ich werde den Link in den Chat reinkopieren und ja, heiße natürlich auch Mario herzlich willkommen und wenn er jetzt auch online ist, dann übergebe ich den Bildschirm. Okay, ja, dann heiße ich auch alle recht herzlich willkommen heute an diesem wunderschönen Montag, zumindest in Ostwestfalen. Wir hatten heute wieder 29 Grad und freue mich natürlich über alle, die heute mit dabei sind zu dieser Zeit. Heute der große Marktausblick. Wir werden schauen auf die großen Indizes, Devisenpaare, Aktien und ein kleiner Ausblick zum Thema Intraday-Handel. Ich würde nämlich beim nächsten Mal einfach dann auch das Thema Intraday noch ein bisschen Intraday-Trading auch mit reinnehmen. Worauf sollte man achten, wenn man hier vielleicht seinen Schwerpunkt im Handel hat, weil beim großen Marktausblick geht es ja eher um die übergeordneten Trends und dann werden wir dann beim nächsten Mal auch in den Bereich Intraday-Handel gehen und da werden wir zum Ende des Tages heute einen kurzen Ausblick machen zu einem Trade, wie ich da herangehe. Vorab, weil es heute keinen Wochenausblick bei mir in der Videothek gab, das werde ich mir auch in Zukunft immer an diesem ersten Montag des Monats, wenn wir den großen Marktausblick machen für FX Flat und CapTrader, wird es keinen Wochenausblick mehr bei mir in der Videothek geben, an den anderen Montagen natürlich schon, aber ich habe vorhin schon mit dem Nelson besprochen, dass wir das dann eben nur noch hier im großen Marktausblick machen. Deswegen vorab, bevor wir jetzt loslegen, noch die wichtigsten Termine dieser Woche. Da haben wir natürlich heute, spricht die FED-Vorsitzende und jetzt um 18.30 Uhr, da könnte es also gut sein, dass die Märkte sich da nochmal bewegen. Im Vorfeld sehen wir auch schon, dass die US-Märkte doch recht stark reingekommen sind. Dann sehen wir am Mittwoch die Erdöl-Lagerbestände und dann am Donnerstag, da könnte es dann auch nochmal wieder doch schön zur Bewegung kommen. Da haben wir dann die Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi. Ein weiter wichtiger Termin ist dann noch am Donnerstag, nämlich das Webinar Erfolgreich CFDs Handel. Da haben wir auch dann das Thema Intraday-Handel, also für alle die, die schon bei der Webinarreihe mit dabei sind. Ganz, ganz spannendes Thema, was sich auch ganz, ganz viele Teilnehmer gewünscht haben, dieses Thema. Deswegen werden wir hier dann auch nochmal speziell dann auf dieses Thema dann eingehen und auch in die Tiefe gehen. Und zur Webinarreihe Kleines Konto Großtraden, alle Infos auf meiner Website. So, dann fangen wir jetzt an mit dem Ausblick. Was hat sich getan in den letzten 4 Wochen? Wir gehen immer ja daran, dass ich mir die großen US-Märkte anschaue, den deutschen Markt, den Bund Future und von da aus dann weiter über die Forex-Märkte in die einzelnen Aktien.
Wir können ganz gut sehen, der amerikanische Markt hat sich seit der oder in den letzten 4 Wochen eigentlich doch recht schön nach oben gearbeitet. Auch wenn wir es prozentual uns anschauen, merken wir schon, dass es jetzt kein Riesensprung war, 2%. Nichtsdestotrotz, wenn man jeden Monat 2% Performance im Index hätte, hätten wir natürlich 24% aufs Jahr. Und das wäre natürlich weit über dem, was normal ist. Das heißt also, wir haben hier in dem Markt, von dem ich ja auch immer gesagt habe, dass wir ja eigentlich den stärksten Markt momentan haben, eine sehr schöne Aufwärtsbewegung gesehen. Wir befinden uns heute dann an den Jahreshochs, haben da auch rangelugt heute. Das können wir gleich auch noch im Stundenchart sehen, wenn wir uns hier das Ganze mal zusammensetzen. Ich habe es ja in meinen Wochenausblicken auch mehrfach gesagt. Wir haben diesen Bereich hier sehr häufig angetestet. Ich selber bin da immer sehr vorsichtig in diesem Bereich, wenn wir uns das anschauen. Der Markt ist hier alleine hier von Anfang April letzten Jahres hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal mindestens angelaufen. Wir sind jetzt knapp über dem letzten Hoch hier. Nichtsdestotrotz traue ich dem ganzen Braten natürlich erst, wenn wir es auch schaffen, auf Schlusskursbasis uns hier jetzt tatsächlich festzusetzen. Natürlich für alle die, die jetzt schon in der letzten Woche oder letzten 10 Tage hier diese Aufwärtsbewegung mitgenommen haben, naja gut, für die gilt es eigentlich nur, ihre bestehenden Positionen eng abzusichern. Das habe ich auch gemacht, bin dann am Freitag allerdings auch aus meiner Position, die ich da noch offen hatte, herausgeflogen auf der Long-Seite. Nichtsdestotrotz, neue Positionen würde ich im Endeffekt erst aufmachen wieder, wenn der Markt hier oben tatsächlich es schafft zu schließen und dann morgen tatsächlich dann vielleicht einen kleinen Retest macht und von hier aus dann nach oben läuft. Denn dann glaube ich, werden wir hier sehr viel Schwung in den Markt bekommen. Das hat sich hier doch einiges aufgestaut in den letzten Wochen, weil dieser Ausbruch hier eigentlich nie wirklich gekommen ist. Wir haben mit jedem Mal, wenn es hier zu einem Hoch gekommen ist, gesehen, okay, es gab hier eine Abwärtsbewegung, die nächste Abwärtsbewegung war sogar noch stärker und das nächste Mal, als wir angegriffen haben, war sie richtig stark. Und im Endeffekt ist dasselbe Muster dann hier auch wieder passiert. Anlauf und es ging tiefer, Anlauf, es ging noch tiefer und dann hier beim nächsten Mal richtig bergab. Und deswegen bin ich auch hier die letzten Wochen immer vorsichtig gewesen, weil ich immer gesagt habe, auch in meinem Wochenausblick hier, ich traue dem Ganzen erst, wenn wir tatsächlich dieses Muster sehen. Aber auch hier haben wir gesehen, Angriff und es geht nach unten. Wie kommt das, dass hier diese Abverkäufe immer sind? Naja, das liegt einfach daran, dass auf der einen Seite wollen natürlich relativ viele Leute hier natürlich kaufen. Also das ist gar nicht ganz außer Frage. Also hier in dem Bereich gibt es ganz viele Kauforders. Nur das nützt halt nichts, wenn es größere Kundengruppen gibt, die hier an diesen Stellen hier oben verkaufen wollen. Und das ist einfach so. Es wird hier sehr viel abverkauft in diesem Bereich und da muss man dann einfach eine Regel für sich finden. Also die eine ist, man tradet einfach in diesen Bereich hinein und sagt, okay, und unter markttechnischen Gesichtspunkten handelt man einfach erst weiter, wenn es denn tatsächlich weiterläuft. Denn man kann hier wirklich sehen, in dem oberen Bereich wurde halt massiv verkauft. Man kann es hier an den roten Pfeilen sehen und auch jetzt sieht man, immer wenn wir fallende Tage haben, wo wir einen tieferen Schlusskurs haben als Eröffnungskurs, steigt das Volumen im Endeffekt an und das sollte natürlich nach Möglichkeit nicht passieren. Man sagt ja immer, dass in steigende Kurse auch steigendes Volumen herrschen sollte und nicht umgekehrt. So, und das ist aber hier die letzten Male eigentlich immer anders gewesen und deswegen war es bisher immer erhöhte Vorsicht. Mal schauen, was jetzt passiert. Bin verhalten optimistisch. Das kann aber, wie gesagt, wenn wir uns heute Abend hier drüber wirklich halten, in positives Umschlagen, nämlich dann, wenn wir morgen hier steigende Kurse weitersehen werden. Dann werde ich auch hier sehr schnell morgen und übermorgen meine Position im S&P bzw. in den entsprechenden Einzelwerten aufbauen. Welche dafür in Frage kommen könnten, da schauen wir heute auf jeden Fall rein, weil das wäre ja sicherlich eine ganz spannende Geschichte für viele. Dann haben wir noch einen anderen amerikanischen Markt, nämlich den Nasdaq-Index. Das ist ja auch ein Index, der sehr, sehr viel gehandelt wird von sehr vielen Tradern. Deswegen schauen wir uns den auch an. Da haben wir auch beim letzten Mal gesagt gehabt, das waren wir hier an diesem Punkt hier unten gewesen. Wir hatten hier gerade den Hoch oder das alte Tief hier, den Punkt 3 aus markttechnischen Gesichtspunkten herausgenommen. Das ist für mich jetzt eine Phase, in der ich jetzt mich nicht im Nasdaq unbedingt engagieren muss. Warum nicht? Naja, der Aufwärtstrend, der vorher ja da war, ist halt nicht mehr intakt und
warum soll ich jetzt in einem Markt agieren, der schwächer ist als zum Beispiel der S&P? Und der S&P hatte einen klaren Aufwärtstrend, hat er auch immer noch, befindet sich am Jahreshoch. Wir sind am Nasdaq davon noch weg. Das heißt, die größeren Chancen, die größeren Gewinne, wenn man es wirklich unter diesem Screening-Aspekt sieht und auch schaut, welcher Markt ist einfach stärker, wo ist das Beta einfach größer, wo haben wir die größeren Erfolgschancen, dann ist ja einwandfrei der S&P bzw. die Aktien aus dem S&P. Das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass es im Nasdaq keine guten Aktien gibt. Auch dazu haben wir im Forum die letzten 2-3 Tage auch schon mal ein bisschen geschrieben gehabt. Natürlich gibt es auch im Nasdaq gute Aktien und die kann man natürlich auch handeln, aber wenn man es sich jetzt isoliert anschaut, sieht man halt ganz klar, der S&P steht stärker da als der Nasdaq-Index. So, dann für den deutschen Markt. Auch hier haben wir mal einen grünen Fall gemacht, wo wir vor 4 Wochen gestanden sind. Da hat sich im Prinzip gar nichts getan. Das heißt, der Markt ist ja mehr oder weniger unverändert. Aber auch hier haben wir natürlich einen intakten Trend. Wir haben hier einen intakten Aufwärtstrend, zumindest hier auf dieser großen Ebene. Wie gesagt, hier in den letzten 4 Wochen mehr oder weniger ist hier nichts passiert. Der Markt ist hier seitwärts gelaufen. Wir haben ja nicht mal 1% Performance Plus machen können. Auch das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, wobei es hier ein paar Einzelwerte gab, die durchaus interessant waren. Sind wir auch beim letzten Mal drauf zu sprechen gekommen, zum Beispiel eine Adidas-Aktie oder auch eine Merck, die extrem stark waren und die auch hier wirklich sehr viel Performance gemacht haben. Komme ich aber gleich noch drauf. Okay, dann haben wir noch einen Markt, der natürlich ein Musterbeispiel für Long ist, und zwar ist das der Bund Future, beziehungsweise den gibt es ja auch als CFD zum Handel. Wenn wir uns das anschauen hier, wie lange der Markt hier eigentlich jetzt bergauf gelaufen ist, wenn wir hier schauen, von Sommer 2015 an, haben wir hier wirklich über 10% Performance hier auf der Uhr stehen, und wenn wir es noch weiter rausgehen, sehen wir, dass wir auch hier im Prinzip schon sehr, sehr lange diesen Aufwärtsmodus haben. Was wirklich sehr schön zu beobachten ist, ist eben, dass der Bund sehr trendförmig verläuft. Das heißt also, solange, egal ob wir jetzt diese Aufwärtsbewegung nehmen hier oder auch die letzte Aufwärtsbewegung, wer hier long tradet, macht grundsätzlich nichts verkehrt, wenn er im Bund Future ist, aber auch wenn man in andere Märkte schaut, hier sieht man natürlich die Korrektur, die gehört auch in jedem Markt natürlich mit dazu, aber dann auch von hier an sehen wir wieder, dass wir hier deutlich steigende Kurse gesehen haben, auch unter markttechnischen Gesichtspunkten kann man hier einfach sehen, wir haben hier jetzt neue Hochs gesehen im Markt, also auch hier macht es durchaus Sinn, diesen Markt im Blick zu haben. Was hatten wir an Werten in den letzten Wochen in den verschiedenen Webinaren? Auch hier immer wieder besprochen. Wie gesagt, zum deutschen Markt auf jeden Fall natürlich die Merck-Aktie, die auch in den letzten Wochen jetzt besonders stark gewesen ist im deutschen Markt. Auch eine Adidas, die, jetzt muss ich mal gerade noch mit dazu, wieder am Jahreshoch klebt, hier bei 118,30. Das heißt also, wir sind hier viel, viel stärker als der Gesamtmarkt. Und das zeigt auch, wieso Screening ein so wichtiger Faktor im Handel ist. Denn wenn der Gesamtmarkt mehr oder weniger seitwärts läuft, aber wir eben Aktien finden, die immer wieder besonders stark sind, sei es wie gesagt hier die Adidas oder die Merck oder im April vorgestellt, die Thyssen-Aktie, die hat im März zum Beispiel über 20% Performance gemacht und im April über 7% Performance. In der Spitze sogar waren es auch da 15%. Die 15 habe ich nicht bekommen und darum geht es auch gar nicht. Aber wenn wir immer die Werte finden, die weit, weit stärker sind als der Index, also der Index bewegt sich plus minus 0 oder 1-2% und wir finden aber die Werte halt immer heraus, die 15% im gleichen Zeitraum machen, dann ist es das natürlich genau das, was wir als Trader brauchen, weil da brauchen wir gar keine großen Hebelprodukte zu verwenden, weil wir bekommen unsere Performance hier einfach sehr einfach. Wichtig ist einfach, dass wir auf ein paar grundsätzliche Dinge achten, über die wir ja auch in der Webinarreihe erfolgreich CFDs handeln gesprochen haben, dass wir eben klare Trends brauchen und auch nur dann handeln sollten, wenn diese Trends vorhanden sind. Das heißt, immer hinein in marktstarke Aktien.
Was haben wir noch für Aktien gehabt? Kurz darauf ein kleiner Rückblick und dann schauen wir uns an, was wir neu machen können, wo wir Chancen haben. Also hier auch die Aktie MLM, die wir gezeigt haben. Auch hier der grüne Pfeil, wo wir sie besprochen haben. Auch hier sieht man eine sehr, sehr schöne Performance. Die Aktie war vorher schon in einem steigenden Trend, ist auch weiter trendkonform unterwegs. Das sieht immer prozentual gar nicht so richtig groß aus, was hier an Bewegung da ist. Aber wenn wir uns das anschauen, zum jetzigen Punkt sind es ungefähr 7%. Im Hoch war es sogar schon 10%, ja fast 11%. Also auch das eine sehr, sehr schöne Performance. Und wie gesagt, das ist ohne Hebel. Das ist also rein bei einem Direktinvestment. Wenn ihr mit einem CFD unterwegs seid und hier noch einen Hebel habt, dann kommt man natürlich noch zu einer viel, viel besseren Performance. Eine Aktie, die sich auch sehr gut entwickelt hat, ist natürlich Pfizer gewesen. Auch hier können wir wirklich sehr schön sehen, wie die Aktie sich hier entwickelt hat. Die befindet sich jetzt tatsächlich mit dem heutigen Tag auch am Hoch. Auch hier 6% hat die seit in der Zwischenzeit gemacht, die Aktie. Also auch hier wirklich sehr schön läuft, auch trendkonform. Das heißt also auch im Handel auf Stundenbasis kann man diese Aktie sehr gut handeln und macht auch immer noch Sinn, hier nach der nächsten Korrektur wieder in diese Aktie einzusteigen. Ein richtiger Wonder war im Endeffekt die Aktie von Nvidia gewesen, die hier wirklich eine sehr, sehr starke Bewegung gezeigt hat. Die haben wir jetzt ja auch schon mehrfach besprochen, die Aktie. Die läuft eigentlich schon seit Monaten in einem sauberen Aufwärtstrend, auch hier in den letzten 4 Wochen von ungefähr 35 auf 46 hoch, das sind über 10 Dollar oder 30%. Also ich habe diesen ganzen, also von hier an diese Bewegung nicht komplett bekommen, weil ich eben keine Trades mache, da kann ich ja vielleicht noch mal ein bisschen hier kurz ausholen, ich gehe keine Trades ein, bevor Quartalszahlen kommen. Also möchte mich hier damit nicht rühmen, dass ich hier unten hier irgendwie eingestiegen bin, weil das würde nicht der Wahrheit entsprechen. Natürlich würde es sich gut machen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin hier unten irgendwo eingestiegen. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern das Setup, was ich nutze, um in den Markt zu kommen, entsteht dann im Endeffekt erst hier, nachdem es hier zu dem Gap gekommen ist. Auch darüber haben wir halt in der Reihe erfolgreich CFDs handeln schon gesprochen, dass man da wirklich versucht, die Kombination aus stark Stunde zu fahren. Natürlich als Intraday-Händler hat man natürlich auch die Möglichkeit, dann das Ganze natürlich in den kleineren Zeiteinheiten umzusetzen, sei es jetzt auf 15 Minuten, 10, 5 Minuten oder sogar noch tiefer, ganz außer Frage. Aber selbst wenn wir erst hier um die 40, 41 in den Markt gekommen wären, wären es halt von hier aus trotzdem gut 10% und das in 14 Tagen. Das ist einfach eine wahnsinnige Performance, die man hier machen kann. Und das funktioniert halt extremst gut eben in Märkten, die trendig sind. Das heißt, wir sind im S&P seit Wochen in einem intakten Aufwärtstrend. Und wenn wir uns dann natürlich Aktien heraussuchen, die eine gewisse Stärke an den Tag legen, dann macht es natürlich durchaus Sinn, diese natürlich auch zu handeln, ob jetzt auf Tagesbasis oder halt Stunde, Intraday. Ist natürlich auch jedem so ein bisschen selbst überlassen, ganz außer Frage. Ich kann nur so aus meiner Erfahrung sagen, gerade wenn man noch nicht so lange handelt, macht es durchaus Sinn, so die mittleren Zeiteinheiten halt zu wählen, also nicht sofort im Tickchart oder Minutenchart zu meinen, man müsste jetzt hier aktiv werden, da braucht man doch einiges an Erfahrung, aber in den größeren Zeiteinheiten kann man hier ziemlich entspannt handeln, denn wenn man sich das Ganze jetzt einfach mal in einem Stundenchart anschaut, diese Bewegung, die hier vonstatten gegangen ist, da kann man es dann wirklich sehr gut dran sehen, wie schön solche Werte, die auch hier entsprechende Stärke gezeigt haben im Tageschart, dass die halt hier auch im Stundenchart sehr schön laufen. Was hier besonders auffällt in diesen Aktien, die auch in meinem Screener natürlich immer wieder auffallen, das sind halt, wir haben hier Korrekturen, die nicht sehr stark in die Tiefe gehen. Das heißt, es gibt Korrekturen, die sind eben zeitlich basiert. Das ist das, was wir hier in diesen ganzen Korrekturen sehen, dass sie hier über so 5, 6 verschiedene Perioden laufen und dann kommt es hier zum entsprechenden Ausbruch. Man sieht das hier überall. Wir haben hier immer diese 5, 6 Perioden, bevor es dann wieder zu 9 Hochs gekommen ist. Das nennt man dann im Prinzip eine Korrektur über die Zeitschiene. Dann ist das Zweite, was natürlich auch möglich ist, ist eine Korrektur im Preis. Das ist auch ein bisschen Ansichtssache, was man lieber tradet. Ich kenne auch Kollegen, die möchten natürlich hier eine Korrektur am liebsten sehen, wenn die hier ganz weit herunterläuft und
dann wieder nach oben. Dasselbe hier natürlich auch. Also bei denen ist es, die möchten es halt gerne so sehen. Wo sind so die Vor- und Nachteile? Ich möchte jetzt nicht so sehr auf diese Tiefe eingehen, warum das so jetzt für den einen oder anderen interessant ist, so zu traden. Die werden ihre Gründe dafür haben. Ich sage jetzt mal den Grund, warum ich das, diese kurzen Zeit basierten Korrekturen liebe. Überlegt euch immer, wenn ihr solche tiefen Korrekturen habt, wo wollt ihr denn eure Stops hinsetzen? Also wenn man hier an so einem Hochpunkt einsteigt auf Stundenbasis, dann ist der Stop halt sehr, sehr weit weg. Und je kleiner natürlich der Stop ist, desto mehr Geld können wir natürlich verdienen. Das ist ja ganz klar. Wenn wir uns hier so diesen Stop hier anschauen und da mal sehen, okay, haben hier einen Hochpunkt zum Tiefpunkt, das sind vielleicht hier maximal 1,5% vielleicht. Und dann, wenn der Markt dann eben 8% steigt, dann haben wir halt, wenn wir 100 Euro riskieren, plötzlich 5, 6, 7, 800 Euro verdient. Wenn wir einen Stop haben, der so groß ist wie hier, ich zeichne das jetzt mal in Rot, naja, wir haben auch 100 Euro riskiert, das können wir dann ja einfach mal nach oben schieben, wenn man das jetzt machen würde, dann würde man sehr schnell feststellen, okay, wir haben jetzt im besten Falle vielleicht 100 Euro verdient, weil wir haben ja gerade einen CAV von 1:1 bekommen. Während wenn wir hier die kleinen Kästchen nehmen, da sieht man schon, wenn man da viele aufeinander packt, da kriegt man schon mindestens 3, 4, 5 R Gewinn. Das heißt, wir machen eben statt 100 Euro 3, 4, 500 Euro Gewinn. Und das bringt natürlich diese Performance, wenn wir das mal zusammennehmen, also A, wenn wir statt den Index auf Aktien gehen, dann haben wir halt den Vorteil, dass wir viel stärkere Werte finden können, die viel stärker laufen als der Index. Wir haben ja gesagt, der Index hat hier mal gerade 2% gemacht, die einzelne Aktie aber in dem Falle über 10. Das heißt, wir haben hier einen Riesenmultiplikator. Und wenn wir jetzt noch ein geschicktes Einstiegssetup kombinieren mit einer guten Stop-Technik, dann vervielfältigen wir natürlich unsere Gewinne. Natürlich, das Ursprungsrisiko ist bei so einem Trade natürlich immer gleich. Das heißt, egal, ob man jetzt mit diesem kleinen Stop arbeitet oder mit dem großen, wenn wir sagen, naja, wir haben hier 100 Euro als Risk, entschuldigt bitte die Zeichnung, aber es liegt daran, dass ich hier Freihand zeichne, das ist hier 100 Euro und das ist auch in dem kleinen Feld 100. Der Unterschied ist einfach nur, wir bekommen hier unten viel mehr Aktien, weil wir ja einen viel kleineren Stop haben und damit bekommen wir natürlich auch viel mehr Gewinn. Das heißt, entweder wir können viel früher aus dem Trade aussteigen, wenn wir möchten, oder wir bekommen einfach wesentlich mehr Gewinn. Weil, wie gesagt, hier würden wir halt so ganz langsam den Gewinn sehen, während hier haben wir den Vorteil, dass es hier dynamisch einfach nach oben geht und wir dadurch natürlich am Ende der Woche, am Ende des Monats einen wesentlich höheren Ertrag bei uns in den Büchern stehen haben. Ja, das Argument, was natürlich immer häufig kommt, ist, naja, wenn ich einen kleineren Stop habe, dann falle ich auch schon mal öfter raus. Das würde stimmen, wenn wir keine guten Trendaktien haben. Wenn wir aber entsprechende Trends haben in den Indizes oder in den einzelnen Werten, dann macht es hier eben durchaus Sinn, dann tatsächlich diesen Weg zu gehen, denn wir sehen, wie sauber dann solche Werte hier tatsächlich laufen. Den letzten Wert, den wir auch noch vorgestellt haben, das war die Aktie DNB. Ja, auch hier kann man wirklich sehen, die Aktie ist jetzt nicht so wahnsinnig stark, aber auch hier ist sie jetzt im Endeffekt seit wir die Aktie besprochen haben, von hier aus doch auch sehr stark nach oben gekommen. Auch hier mehrere Einstiege möglich, besonders hier, als die Umsätze dann plötzlich angesprungen sind. Man kann es hier unten sehen, auch dazu wird es in Zukunft sicherlich nochmal ein entsprechendes Webinar zu Umsätzen geben, wie man das Ganze deutet und wie man das Ganze ins Trading mit einsetzen kann. Wichtig ist, dass man das Ganze wirklich miteinander kombiniert. Eines an sich, ein Baustein an sich alleine macht noch keinen erfolgreichen Trader, ganz außer Frage. Aber wenn man viele Dinge zusammenbringt, dann ist es gar nicht mehr so komplex, das Thema. Man hat dann zwar viele einzelne Bauteile, aber es geht auch mit der Zeit einfach in Fleisch und Blut über. Das kennen wir, als wir angefangen haben, Fahrradfahren oder mit dem Autofahren. Am Anfang sind es viele Sachen, die man bedenken muss in der theoretischen Prüfung, was da alles so gefragt wurde. Wenn man erstmal am Fahren ist und 2, 3 Jahre dabei ist, dann funktioniert das meiste ja mehr oder weniger intuitiv und das ist im Trading auch so. Je mehr Erfahrung man hat, desto mehr macht man dann intuitiv. Wichtig ist, dass die Basis, die man hat, möglichst fehlerfrei ist. Also keiner Trader von uns ist fehlerfrei. Ich bin da sicherlich auch meilenweit von weg von fehlerfrei, aber mit jedem Jahr, wo man länger dabei ist und an sich arbeitet, das ist der entsprechende Punkt. Man muss an sich arbeiten,
dieser Austausch muss sein, dieses Feedback auch mit erfahrenen Tradern, Händlern oder auch Mentoren ist halt wichtig, weil nur dann haben wir die Chance, durch dieses gegenseitige Feedback uns weiterzuentwickeln und unser Trading immer, immer stärker zu machen, sodass wir auf mittlere und lange Frist wirklich hier auch erfolgreich werden, denn es macht ja keinen Sinn, 2-3 Stunden am Tag zu traden und das Ganze dann, ich sag mal, am Ende des Monats für 200 Euro. Das könnten wir genauso gut Rasen mähen. Also das macht auf lange Sicht keinen Sinn. Während der Anfangsphase, klar, werden die Gewinne auch kleiner sein, aber so auf mittlere Sicht wollen wir natürlich, wenn wir jeden Tag hier 2-3 Stunden investieren, auf den Monat hochgerechnet sind das ja 50-60 Stunden, müssen wir natürlich auch sehen, dass wir einen entsprechenden Ertrag zu unserem Investment haben, was sich ja im Endeffekt zusammensetzt aus Zeit, die wir investieren und auch aus Weiterbildung. Und das muss sich natürlich unterm Strich dann irgendwann auch mal amortisieren. Und deswegen ist es wichtig, hier wirklich an sich zu arbeiten und nicht nur sagen, na, ich setze mich jeden Tag hin und trade. Aber was Weiterbildung angeht, das lasse ich einfach so laufen. Da kann ich immer nur jedem raten. Schaut euch wirklich viele Webinare an. Versucht davon wirklich zu profitieren von diesen einzelnen Dingen und versucht immer euch zu hinterfragen, was läuft gut und was könnt ihr halt verbessern. Okay, dann würde ich sagen, dann haben wir einen guten Rückblick gemacht und dann schauen wir einfach mal, welche Chancen könnten sich denn in den nächsten Tagen in den verschiedenen Märkten ergeben. Mario? Ja? Nur eine kurze Frage zur DNB, weil es gerade dazu passt. Hier ist mal die Frage, ob du mit dem Einstieg gewartet hast, bis der Kurs über die EMA 200 war. Hier bei der Aktie? Ja, genau. Ja, ja, mache ich tatsächlich so. Also ich würde sagen, 95% meiner Trades verlaufen tatsächlich so. Ich habe da heute noch im Coaching mit jemandem drüber gesprochen gehabt. Die allermeisten Trades nutze ich wirklich auf der Long-Seite erst, wenn der Markt über dem 200er ist. Deswegen ist es hier auch eingeblendet. Das heißt nicht, dass man nicht gute Trends auch vorher bekommen kann. Also wenn wir das Ganze jetzt mal hier aufziehen, natürlich sieht man jetzt im Nachgang, auch der Markt ist hier hochgelaufen, dann ist er hier wieder runtergekommen. Hätte man natürlich auch sagen können, naja, weil hätte man vielleicht hier oben auch schon irgendwann mal einsteigen können in das Ganze. Ist sicherlich auch eine Möglichkeit, die man machen kann. Die Frage ist halt nur, wie erfolgreich ist das langfristig und wie halte ich das mental aus, wenn die Märkte dann zurückgehen? Weil hier ist es ja jetzt tatsächlich passiert, dass die Aktie im Endeffekt hier unten den Boden gebildet hat und dann hier wirklich sehr schön hier von 90 auf 130 hochgekommen ist. Aber, und das vergessen die allermeisten, wenn man sich das Ganze anschaut, es gibt ja nicht nur den letzten Aufwärtstrend, sondern es gab hier ja zum Beispiel auch schon mal einen Aufwärtstrend. Und da muss man halt immer schauen, wenn man hier dann erst anfängt, hier einzusteigen, es ist halt häufig so, dass die Märkte hier am 200er tatsächlich nicht so von heute auf morgen einfach durchgehen. Also die kommen dann häufig in eine größere Korrektur nochmal zurück. Man macht hier relativ viele Fehltrades. Ich mache auch schon mal Trades Richtung hier hoch, dann muss es aber fundamentale Gründe dafür geben. Also wenn ich jetzt fundamental irgendwas habe und sage, okay, da gibt es jetzt einen bestimmten Grund für, zum Beispiel hatten wir das ja gehabt bei den, ich glaube beim vorletzten Mal haben wir darüber gesprochen, bei der Thyssen-Aktie zum Beispiel, da war ich ja auch schon drin, bevor der Markt im Prinzip über den EMA 200 gekommen ist, da gab es aber fundamental Gründe. Es gab eben diese Übernahmegespräche, die meisten werden sich daran erinnern, die auch Nachrichten regelmäßig verfolgen, dass es darum um Übernahmen ging bei Thyssen und dann macht es natürlich durchaus Sinn, dann diese Nachricht dann auch zu traden, die dann da ist, weil dann bekommt man natürlich, haben wir ja auch gesagt, über 27% in 8 Wochen an Performance. Das macht natürlich schon durchaus dann Sinn, aber wenn es jetzt keine Nachrichten dazu gibt, würde ich eigentlich eher dazu neigen, eben nur trendstarke Aktien über dem 200er EMA zu nehmen. Vor allen Dingen unter dem Hintergrund, gerade im amerikanischen Markt, wir haben ja eine wahnsinnige Auswahl an Werten. Also sowohl FX Flat als auch CapTrader bieten ja wirklich das gesamte Spektrum an Aktien im amerikanischen Markt auch an. Das heißt, wir haben ja wirklich so viele Möglichkeiten, trendstarke Aktien zu erwischen, dass ich jetzt nicht unbedingt immer so diese halbseidenen Trades machen muss. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht im Devisenmarkt an und weil ich immer wieder auch Anfragen dazu bekomme, können wir nicht ein paar Devisen uns anschauen, dem komme ich natürlich gerne nach, weil ich es in meinem Wochenausblick nicht so ausführlich mache mit den Devisen und dann schauen wir uns gleich auch noch einige Aktien an, die vielleicht interessant sein können.
Hier haben wir den Australdollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Hier sehen wir zum Beispiel, der Markt befindet sich unter dem 200er EMA. Die grundsätzliche Frage, die wir uns natürlich immer stellen müssen, haben wir hier einen Trend oder haben wir hier halt keinen Trend? So, und ich gehe einfach immer hin und schaue mir einfach die letzte Abwärtsbewegung einfach ein bisschen genauer an. So, wir sehen hier, der Markt ist hier sauber heruntergekommen, hat hier auch eine recht starke Korrektur hingelegt. Das ist übrigens der aus meiner Sicht einer der wesentlichsten Unterschiede im Handel von Korrekturen zwischen Aktien und Devisen. Im Devisenmarkt sehen wir häufig wirklich extremst ausgeprägte Korrekturen, wie man hier auch sehen kann. Und dann von da aus ging dann der Markt hier doch wieder herunter. So, und haben dann jetzt hier ein neues Tief gemacht. Und jetzt sieht man hier tatsächlich, der Markt ist im Endeffekt hier durch das Hoch, also durch diesen P3 der Abwärtsbewegung durchgelaufen, was natürlich alles andere als ein bärisches Szenario ist, auch wenn jetzt das Devisenpaar jetzt heute wieder Schwäche zeigt und wir auch wieder zurückgekommen sind. Nichtsdestotrotz ist die jetzt erstmal in so eine marktneutrale Phase gegangen und ich müsste jetzt hier nicht unbedingt hier Positionen auf Tages- oder Stundenbasis eröffnen. So, kommen wir zum nächsten Devisenpaar, Australdollar gegen den Schweizer Franken. Ja, man könnte sagen, es bildet sich hier vielleicht ein neuer Abwärtstrend, aber wenn man es mal wirklich so ein bisschen aufzieht, wie wir das hier gemacht haben, wir haben hier diese starke Abwärtsbewegung gehabt. Jeder wird sich wahrscheinlich noch, der sich mit Devisen beschäftigt, hier an diesen tollen Januartag erinnern im letzten Jahr, wo dann tatsächlich der Kurs freigegeben wurde, wo es wirklich doch einige ganz, ganz böse erwischt hat. Und seitdem befinden wir uns eigentlich mehr oder weniger in einem Seitwärtsmarkt. Denn wenn wir uns das Ganze hier anschauen, die Ober- und die Unterseite, seitdem bewegen wir uns eigentlich mehr oder weniger in diesem Bereich drin. Man könnte es jetzt sogar noch ein bisschen enger ziehen, weil wir sehen, wir laufen jetzt nicht mehr an die Ober- und Unterseiten heran. Und da muss man sich halt fragen, was möchte ich? Natürlich kann ich jetzt auf Minutenbasis sagen, ich will das Ganze hier traden. Aber auch hier, wenn wir mal ehrlich sind, schauen wir uns das mal an, was ist denn hier in den letzten 4 Wochen hier in dem Devisenmarkt passiert? Reiner Seitwärtsmarkt. Was haben wir hier 4 Wochen lang gesehen? Reiner Seitwärtsmarkt. Auch hier kein richtiger Trend, im Endeffekt Seitwärtsmarkt. Also wir haben hier sehr, sehr viele Seitwärtsmärkte in diesem großen Seitwärtsmarkt. Natürlich ist die Spanne hier recht groß mit 10 Cent, aber nichtsdestotrotz so richtig einen Trend bekommen wir hier nicht. Ich werde auch nicht alle Werte so ausgiebig besprechen wie jetzt die ersten 2, 3 hier. Aber es ist mir halt darum gelegen, dass man auch möglichst irgendwann mal das selber hinbekommt. So eine Trendanalyse, was sehe ich denn tatsächlich? Wir haben hier halt wirklich am Anfang dann diese starke Abwärtsbewegung gehabt, dann hier die Bewegung hier rauf. So, jetzt können wir den mittleren Trend hier uns anschauen. Da sehen wir natürlich auch, dass der Markt hier heruntergekommen ist. So, und dann kam es, und das ist eben typisch für Seitwärtsmärkte, irgendwann natürlich zum Trendbruch. Und dann ist einfach so die Phase, wo ich dann für mich persönlich sage, okay, wir sind hier über diesen Hochpunkt weggelaufen, ich habe hier kein Abwärtspotenzial mehr in diesem Trade und solange ich jetzt diesen Marken hier nicht rausnehme, befinde ich mich in so einer marktneutralen Phase, wo der Markt im Endeffekt jetzt eins macht, der wechselt jetzt immer nur noch kurze Abwärtsbewegungen, kurze Aufwärtsbewegungen ab. Führt im Endeffekt nur dazu, dass ihr viele Trades macht und die meisten Break-Even rausgehen, vielleicht mal wirklich einen schönen Plus-Trade erwischt, aber die meisten sind halt Break-Even oder kleine Verlust-Trades und das kann man sich halt ersparen, indem man einfach auf saubere Trends achtet. So, hier zum Beispiel sieht es schon eine ganze Ecke besser aus. Hier sehen wir auch, dass wir uns hier in einem intakten Abwärtstrend befinden. Spannend wird es jetzt hier natürlich, wenn wir hier die Tiefs unten herausnehmen, bei 1,7760 etwa. Dann denke ich, werden wir auf der Short-Seite auf jeden Fall nochmal mehr Bewegung bekommen. Aber auch hier sieht man ganz klar die riesigen Korrekturen im Devisenmarkt. Wir haben nochmal so, wenn wir uns das mal vor Auge führen, im Aktienbereich, da haben wir gesagt, naja, da korrigieren wir ein bisschen auf der Zeitschiene. Das haben wir vorhin gesagt, so 5, 6 Perioden, wenn wir gut screenen. Wenn wir uns hier die Phase anschauen, wie lang hier die Korrektur dauert, da reden wir nicht über 5, 6 Perioden, sondern wir reden davon hier von Anfang August bis Dezember.
Ja, also vom Sommer bis zu Weihnachten sehen wir hier so eine Korrektur. Natürlich kann man es auch traden, das ist ganz außer Frage. Ist nur immer das, wie effektiv ist es? Fragt euch immer selber im Trading, wenn ihr jetzt ein halbes Jahr getradet habt oder ein Jahr oder von mir aus auch länger, wie profitabel war das denn für mich tatsächlich, Korrekturtrades zu machen? Ja, wie profitabel ist es wirklich, diese Phase hier zu traden, wenn ich hier einen Markt habe, der in der Korrektur ist. Und dann schaut euch doch mal an, wenn ihr ein Trading Journal führt, wie profitabel ist es dann, diese Bewegung, die dann wieder nach unten ansetzt, dann euch vorzunehmen. So, und dann werdet ihr irgendwann, wenn ihr euch das wirklich mal gewissenhaft anschaut, tatsächlich zum selben Ergebnis kommen wie die allermeisten Trader, die ein Trading Journal führen, dass diese Phasen hier runter, viel, viel einfacher zu handeln sind und viel öfter Gewinne bringen als Phasen wie diese hier. Ne? Und auch hier, wenn man sich das anschaut, die Korrektur, was ist denn daran schön zu traden an so einer Korrektur? Ja, klar, es ist eine längere Zeit, aber dann muss ich ja nicht dieses Devisenpaar handeln. Ich kann doch auch ein anderes Devisenpaar handeln und halte mich dann einfach aus solchen Phasen hier einfach raus, bis ich halt wieder eine entsprechende Abwärtsbewegung habe. Okay. Ich denke, schauen wir uns einfach nochmal so 4, 5 Werte an und dann kommen wir weiter in den nächsten Markt. Auch hier nochmal ganz klar zu erkennen, dass wir hier alles haben, nur keinen sauberen Trend. Natürlich sehen wir hier in den letzten 3, 4 Wochen, dass der Markt hier schon sehr stark zur Schwäche neigt, aber jetzt hier Shorts auf den Tiefs aufzumachen, halte ich auch nicht für so wahnsinnig sexy, denn auch hier sehen wir auf der Oberseite sowie auch auf der Unterseite. Wir sind hier oft hier angelaufen. Ist eigentlich ein ähnliches Bild, nur eben auf der Short-Seite wie im S&P. Wenn wir es schaffen, hier natürlich durchzukommen, durch diese Tees, dann macht es natürlich durchaus Sinn, diese Trades zu machen. Und die würde ich dann auch mit einer entsprechenden Kontogröße auch sehr, sehr gerne machen, weil ich bin wirklich bereit, auch Devisen zu traden, auch wenn ich nicht der größte Freund am Devisenmarkt bin. Also da gibt es sicherlich Händler, die viel, viel lieber Devisen traden als ich, einfach weil, kann das immer nur für mich sagen, Devisen natürlich sehr viel und große Korrekturen aufzeigen und ich diese Korrekturen eben nicht so extremst gerne handle, sondern lieber starke, schnelle Bewegungen, wie wir die in Aktien sehen, weil ich hier mit sehr engen Stops agieren kann und Ordergebühren fallen im Endeffekt im Aktienmarkt auch kaum an, zumindest im US-Markt. Also von daher macht es wirklich hier aus meiner Sicht eben mehr Sinn, in einem solchen Markt aktiv zu sein. So. Hier haben wir nochmal den Australdollar gegen den US-Dollar. Auch hier sehen wir ein ähnliches Bild. Der Markt ist jetzt hier doch recht schön zurückgekommen. Wir haben hier gestern auch eine recht starke Korrekturbewegung gesehen. Auch hier sieht man wirklich, die Korrekturbewegungen sind hier wirklich auch hier sehr stark ausgeprägt. Würde jetzt auch mich erstmal hier nicht überzeugen. Hier sehen wir jetzt ein besseres Bild. Hier sehen wir wirklich, dass der Markt hier an die 0,7742 herangelaufen ist im kanadischen Dollar gegen den Schweizer Franken. Hier wäre ich jetzt schon mal eher geneigt, mir den Wert etwas genauer anzuschauen und auf meine Watchliste zu packen. Warum? Ich sehe halt hier einen intakten Trend, den man hier auf Tagesbasis hier auch sehr schön einzeichnen kann. Auch wenn wir hier sehen, die Korrekturen sind auch hier sehr ausgeprägt. Wir sind hier an den Mittelwert des EMA 200 hier unten herangelaufen und entwickeln jetzt von hier aus dann wiederum einen neuen Trend, der hoffentlich natürlich durch dieses Hoch durchgeht, aber wir können natürlich hier in dieser Aufwärtsbewegung auch einen kleineren Trend sehen. Und das seht ihr ja wahrscheinlich auch. Und diese Möglichkeit gibt es natürlich dann auch, ich gehe mal ein bisschen tiefer in den Chart, dann diese Bewegung zu nutzen, wenn wir sehen, okay, der Markt läuft jetzt hier wieder durch das Hoch hier durch, dann haben wir natürlich wieder erhebliche Chancen, sowohl im Trendhandel als auch im Bewegungshandel hier einzusteigen auf den unterschiedlichen Zeitebenen. Wie gesagt, in unserer Webinarreihe haben wir das ja auch gemacht, so diese Kombination Tag-Stunde und am Donnerstag, wer mit dabei ist, kann dann auch nochmal sehen, wie wir das Ganze dann im Intraday-Handel machen. Vielleicht nehmen wir noch 2 Forex-Werte mit dazu. Da haben wir einmal den kanadischen Dollar gegen den japanischen Yen. Hier sieht man auch, wieso es einfach ist, wenn man sich hier so einen gleitenden Durchschnitt mit reinsetzt, so ein 200er, dass man eigentlich schon mal weiß, okay, also die Long-Seite ist jetzt hier nicht so wahnsinnig sexy, sondern eher
die Short-Seite und warum ich auch so ungern im Endeffekt Trends handle Richtung 200er EMA. Das kann man hier wirklich sehr eindrucksvoll sehen, denn selbst wenn wir hier am Hoch long gegangen wären, was passiert? Das Erste, was wir erstmal kriegen, ist eine richtig schöne Korrektur. Als Trader auf Tagesbasis, naja, hätte man den Stop zwar hier unten sitzen gehabt. Die Frage ist nur, wer von euch ist wirklich so cool und hat so ein großes Konto, dass er sich leisten kann, seinen Stop hier unten hinzusetzen, wenn man hier seinen Einstieg bei ungefähr 87 macht und dann den Stop hier bei 79. Ich denke, das sind die wenigsten. Das heißt also, wer hier den Ausbruch getradet hat, hat seinen Stop dann wahrscheinlich eher hier sitzen oder sogar noch enger. Naja, und fliegt dann hier einfach raus. Und ähnlich verhält sich das eben auch mit denen, die hier oben die Hochs genommen haben. Auch hier macht es wenig Sinn, weil wir sind hier am EMA 200 und es ist eben eher die Regel als die Ausnahme, dass der Markt von hier aus zumindest beim ersten Mal hier wieder den Dreher macht. Das heißt also, da bleibe ich lieber auf der Short-Seite und suche dann eher nach Short-Signalen und das würde ich jetzt auch hier zum Beispiel machen. Das ist auch ein Wert, den ich hier auf jeden Fall auf meine Short-Watchlist packen würde, denn wir sehen hier unten zwar dieses Dreifach tief hier auf etwa einer Höhe. Das heißt also, hier würde ich natürlich schon noch ein bisschen darauf achten, was passiert hier in diesem Bereich zwischen 81,50 und 82. Aber wenn wir es schaffen, hier den Markt nach unten zu durchbrechen, dann denke ich, haben wir hier gute Chancen, auf ganz schnelle 150 bis 200 Pips hier diesen Weg nach unten für uns zu nutzen und hier wirklich schönes Geld mitnehmen zu können. Ob man das Ganze jetzt im Future umsetzt oder ob wir das als CFD umsetzen, spielt dabei eigentlich keine große Rolle. So, jetzt kommen wir noch zu einem Wert, den wir auch schon beim letzten Mal vorgestellt haben. Kann man hier auch wirklich sehr schön sehen, Schweizer Franken gegen japanischen Yen. Und das sieht man wieder, wie wichtig es ist, im Endeffekt hier einfach dieses Screening zu betreiben, auch im Devisenmarkt. Denn wir hatten hier auch schon im Endeffekt in den letzten Monaten schon einen intakten Abwärtstrend gehabt. Man kann es hier sehr schön auch sehen, die Märkte kommt hier wirklich sehr schön durch, vor allen Dingen seit wir hier unter dem 200er sind, die Korrekturen hier auch sehr schön, dann hier rauf und beim letzten Mal, wie gesagt, hier schon drüber gesprochen und seitdem hier natürlich auch wieder sehr schön runter von der 1,16 bis zur 1,10 herunter, 600 Pips, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, wenn man das mal für sich nutzen kann in den letzten 8 Wochen. Das ist schon eine schöne Bewegung. Auch hier sieht man, der Markt läuft hier im Prinzip zu neuen Tiefs, hier wieder herauf und jetzt wieder neue Tiefs. Und selbst wenn man jetzt Intraday handelt, kann man schon vermuten, hier auf Stundenbasis hier diesen Abwärtstrend. Und je tiefer ihr natürlich in die Zeiteinheiten geht, desto besser kann man dann natürlich agieren, wenn man einen sauberen Trend auch auf den großen Zeiteinheiten hat. Also das ist immer so der ganz, ganz wichtige Faktor, dass man eben im Großen einen sauberen Trend hat, dann findet man den auch meistens im Kleinen wieder. Denn wenn ich im Großen nur einen Seitwärtsmarkt habe, dann kann natürlich schon passieren, wenn ich hier so irgendwo so einen Seitwärtsmarkt habe auf Tagesbasis, dann kann das natürlich sein, dass ich auf der Stunde hier mal so kleine Trends finde und dann sage, naja, das kann ich ja jetzt auf Minute handeln. Nur es ist doch viel besser, wenn es eben nicht so ein schmales Seitwärtsfenster ist, sondern so wie hier so ein richtiger Trend, wo man sagen kann, jawohl, hier kann ich auf Stunden, auf 10 Minuten, auf 5 Minuten immer mit Vollgas und Attacke hier nach unten traden, weil jedes Mal in jeder Abwärtsbewegung kriege ich hier mindestens 1-200 Pips auf die Reihe und das macht natürlich im CFD-Handel oder im Future-Handel natürlich auch entsprechend Spaß. Zu dem Wert okay, ganz kurz eine Frage. Ja, bitte? Und zwar war hier die Frage, ob der Trend bei dem Währungspaar nicht so weit gelaufen ist, dass man da noch einsteigen könnte. Ja, das ist eigentlich immer die Frage von ganz, ganz vielen Tradern, wann denn ein Trend zu lange gelaufen ist. Es kann man einfach nicht sagen. Also wenn ein Trend immer irgendwann zu lang gelaufen wäre, ich mache das jetzt mal am Beispiel von Aktien, die jeder kennt, wie Apple zum Beispiel, dann sind es die Trader, die im Prinzip schon bei 20 oder 30 Dollar ausgestiegen sind und niemals den gesamten Hype mitbekommen haben. Man weiß einfach nicht, wie lange so ein Markt hält. Wenn ich jetzt natürlich hier auf Tagesbasis agiere, dann würde ich mir natürlich auch überlegen, nach so viel Bewegungsarmen, naja, will ich das jetzt auf Tagesbasis noch handeln. Aber im Intraday-Bereich
wenn ich aus der Korrektur heraus hier einen Trade aufmache. Ich gehe ja noch mal kurz so ein bisschen in die Tiefe, sagen wir mal hier, als wir das erste Mal hier angesprochen haben und ich versuche hier aus der Korrektur hier in den Trade hineinzukommen und vielleicht hier in diesem Bereich einzusteigen. Mein Ziel hier im Endeffekt neue Tiefs zu machen, vielleicht auch erstmal hier bis zu den alten Tiefs heranzulaufen, dann habe ich hier einfach eine Riesenrutsche. Dann kommt die Korrektur und ich versuche ja wieder aus der Korrektur das Ganze zu traden. Also ich halte überhaupt nichts davon, zu sagen, nach 3, 4 Bewegungsarmen höre ich das Ganze auf zu traden, weil es geht nicht weiter aufwärts. Denn gerade die Aktien, auch die wir uns vorhin angeschaut haben, spring da auch nochmal vielleicht ganz kurz drauf zurück, damit man das auch mal wirklich sieht. Was haben die denn für Bewegungen hinter sich? Ja, wenn wir uns das mal anschauen hier, in den letzten 3 Jahren, die Aktie stand irgendwo knapp über 10, hat natürlich viele Bewegungsschübe gemacht und ist jetzt bei 40, aber das heißt doch noch lange nicht, dass dann Schluss ist in einer solchen Aktie. Und das ist eben immer wieder der Punkt, den müssen wir uns immer vor Augen führen. Wir wissen nicht, wo das Ende ist. Und wenn wir jetzt auf den Devisenmarkt hier wieder kurz zurückgehen, hier, wir wissen nicht, wo tatsächlich nachher das Ende hier ist, ob das jetzt bei 100 ist oder ob das bei 90 ist oder bei 80. Was wir allerdings wissen, und das ist ja auch das, was die Markttechnik im Prinzip so duplizierbar macht gegenüber vielen anderen Systemen. Es gibt 100 bestimmt gute Systeme, die man im Markt traden kann. Es geht ja gar nicht darum, dass Markttechnik jetzt das Allheilwunder für alles ist, weil das ist es nicht. Weil in Seitwärtsmärkten haben wir genauso Probleme wie jedes andere Handelssystem, was auf Trendfolge basiert. Auch. Nur, wir haben eine ganz klare Regel in der Markttechnik und das ist eigentlich etwas, was mir immer hilft, warum ich auch hier immer wieder auf die Short-Seite wechseln würde. Wann ist denn Schluss für mich? Wann würde ich das nicht mehr machen? In dem Moment, wo wir hier jetzt einen neuen Aufwärtstrend bekommen, dann würde ich jetzt halt erstmal nicht mehr die Short-Seite wählen. Nur, bis es soweit ist, würde ich doch jede Chance nutzen, weil das Ganze setzt doch im Prinzip darauf, die Dow-Theorie wie auch die Markttechnik, die ist ja im Prinzip, kommt die Markttechnik ja von der Dow-Theorie, setzt ja darauf, dass Trends länger anhalten, als dass sie sich umkehren. Und wenn wir uns mal die letzte Aufwärtsbewegung im DAX anschauen oder im S&P, die ist im Endeffekt seit 2008, 2009 unterwegs. Das heißt, wir haben hier 6, 7 Jahre einen starken Aufwärtsmarkt gesehen und wer dann nach 3, 4 Aufwärtsbewegungen gesagt hätte, na jetzt steige ich aber aus, das ist mir jetzt zu weit gelaufen, der führt einfach, kommt einfach nicht ans Ziel. Ne? Also wir beschneiden uns im Endeffekt um unsere Gewinne. Natürlich wird das irgendwann zu Ende sein. Das ist der Moment, in dem dann auch der Verlust kommt. Und der Verlust gehört ja auch zum Trading mit dazu. Wir können nicht handeln ohne Verluste und aus der Angst heraus dann nicht mehr zu handeln, macht aus meiner Sicht wenig Sinn, worauf wir natürlich achten sollten und das wird sicherlich vielleicht auch der ein oder andere mal meinen, es macht natürlich nicht Sinn hier unten jetzt, also wenn wir das hier unten jetzt nicht sehen würden, was hier links ist, ich mache das mal weg auf der rechten Seite, so, also wir sind hier weit in der Bewegung und würden jetzt versuchen, hier auf Minutenbasis oder 5-Minuten-Basis oder auch auf Stundenbasis hier jetzt short zu gehen, nachdem wir hier diese Wegstrecke zurückgelegt haben. Na, da bin ich ja vollkommen dabei. Da muss man nicht hier unten, nachdem es jetzt 3 Wochen nach unten gelaufen ist auf der Short-Seite und wir 500 Pips nach unten gemacht haben, dann zu sagen, jetzt muss ich short gehen. Na, ähnliches Bild eben hier, wenn wir hier weit in der Bewegung reingelaufen sind, muss es auch nicht sein, dass man hier unten jetzt Shorts aufmacht. Aber doch aus der Korrektur, wenn der Markt wieder Luft geholt hat, wieder Kraft hat, um wieder mit Power nach unten zu laufen, dann macht es doch durchaus Sinn, so lange auf der entsprechenden Seite stehen zu bleiben, bis der Markt uns das Gegenteil beweist. Weil dann kommt einmal der Verlusttrade, ja, okay, dann sind wir raus, fertig, aber dann wissen wir auch, okay, mit diesem Markt brauchen wir uns nicht mehr zu beschäftigen, jetzt nehmen wir den nächsten. Okay, das hoffentlich zur der Frage. Ich hoffe, das ist so auch gut übergekommen, auch verständlich. Und dann würde ich jetzt hier vielleicht noch mal kurz ein paar Aktien reinladen für den amerikanischen Markt. Und dann kommen wir anschließend noch zu den Fragen. So, wie gesagt, als stärksten Markt würde ich momentan tatsächlich den amerikanischen Markt ansehen, vor allen Dingen den S&P, solange hier gerade die Daten reinlaufen. Schauen wir uns auch nochmal an, wie sieht es da jetzt aktuell aus. Ich nehme jetzt hier auch nochmal, wie gesagt, die Zeichnungen heraus. Also wir befinden uns hier wirklich am Hoch, haben es aber auch wieder noch nicht geschafft, hier uns final hier abzusetzen. Sehen wir auch, wenn wir jetzt in den
kleineren Zeit hineingehen, in die Stunde oder auch noch tiefer auf 5 Minuten. Auch hier ist der Aufwärtstrend erstmal wieder abgeblasen worden. Wir sind hier unter die alten Tiefs gefallen. Auch hier vielleicht mal für die Intraday-Händler wollten wir gleich auch noch einen kurzen Ausblick zu machen. Wir sehen, dass wir es zeitlich alles wieder hinkriegen. Hier die Aufwärtsbewegung. So, sind hier im Endeffekt wieder oben hängen geblieben, wie die letzten Male im Endeffekt auch. Der Markt kommt dann hier herunter und dann von hier aus sehen wir, gab es dann die große Korrektur und dann hier im Endeffekt läuft es jetzt hier wieder herunter. Das heißt, diese Aufwärtsbewegung ist erstmal wieder abgebrochen worden. Und da muss man sich halt überlegen, was will ich? Will ich jetzt hier 4, 5 Mal versuchen, den Ausbruch oben zu nehmen und jedes Mal wieder zu sagen, vielen Dank, dass ich ausgestoppt wurde? Oder warte ich jetzt nicht einfach dieses eine Prozentpunkt, bis der Markt da drüber ist und steige dann im Endeffekt in den Markt ein? Das müssen wir uns halt immer fragen. Irgendwann wird derjenige natürlich recht haben, wenn er es oft genug probiert, auf der Long-Seite oben am Widerstand, ganz außer Frage. Und dann kann er sich auch rühmen damit, dass er das gut gemacht hat, ganz außer Frage. Aber er hat halt auch oft genug vorher eingezahlt. Oder man macht es halt umgekehrt, man wartet einfach drauf, bis der Widerstand weg ist und dann geht man in den Markt hinein. Ne? Also das ist ein kurzer Einblick da in den Intraday-Bereich. Wird jetzt nochmal so vielleicht 5 Minuten ein paar Aktien uns im amerikanischen Markt anschauen, die vielleicht interessant werden, falls wir hier das Hoch hier eben rausnehmen. Und dann würde ich nochmal einen Trade zeigen, wie ich da Intraday auf einer kleinen Zeiteinheit rangehe, als Ausblick so auf den nächsten großen Marktausblick. So, also fangen wir mal einfach hier an mit einer Aktie aus dem amerikanischen Markt. Ich bin also, wie gesagt, eher geneigt, die Long-Seite zu traden. Warum? Weil eben, wie gesagt, der amerikanische Markt im Moment eben zur Stärke neigt, gerade der S&P. Somit macht es für mich halt wenig Sinn, auf die Short-Seite momentan zu wechseln. Das ist auch das, was ich ja in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder in meinem Forum geschrieben habe bei Facebook, dass ich halt die Long-Seite eher wählen würde. Nicht, dass es auf der Short-Seite nicht auch gute Aktien gibt, aber ich nutze mein Kapital dann wirklich eher für die Long-Seite. So, hier sehen wir im Prinzip eine Aktie, die sich hier ganz gut auf der Long-Seite schlägt. Wir sind über den 200er. Wir sehen hier auch, was aus dem Trading-Bereich halt wichtig ist. Mal so ganz grob, dass wir hier steigende Hoch- und Tiefpunkte haben, kann man hier wirklich sehr schön erkennen. Haben jetzt heute hier so ein bisschen gegappt und sind aber prinzipiell hier in einem sauberen Aufwärtstrend, so dass man hier auf jeden Fall überlegen kann, sowas auf die Watchliste zu legen. Was mich ein bisschen stören würde, um das gleich vorwegzunehmen, ist dann tatsächlich so ein Gap, was hier jetzt prozentual gesehen, naja, 2,50 Dollar ungefähr sind, was 3% sind. Müsste man jetzt gucken, ob die Aktie heute Quartalszahlen hatte, dann würde das vielleicht erklären. Aber ansonsten würde ich hier, glaube ich, eher nochmal die Finger davon halten. Hier sehen wir im Prinzip einen intakten Aufwärtstrend, wo eigentlich überhaupt nichts dagegen spricht, so eine Aktie aufzunehmen. Denn wenn wir uns das anschauen, wie gesagt, hier eine starke Bewegung, korrigiert, dann neuer Ausbruch, zurückgelaufen, wieder neue Korrektur. Eine Korrektur auch nur auf der Zeitschiene. Das, was wir ursprünglich vorhin mal gesagt haben, hier 5, 6 Perioden seitwärts, der Markt kommt hier kaum zurück, 1% Korrektur interessiert hier alles nicht. Also die Aktie ist wirklich sehr, sehr stark und von daher sicherlich eher ein Watchlist-Kandidat. So, hier eine Aktie, wenn wir ein bisschen genauer hier auf den letzten Bereich schauen, sehen wir schon sehr gut, die Aktie ist stärker zurückgekommen, sie ist vor allen Dingen unter die alten Tiefs gefallen. Das hier einmal, wenn man es jetzt ganz grob hier einfach nur zeichnet, so fürs Verständnis, der Markt ist hier hoch, hier runter und hat dann ein neues Hoch gemacht, ist hier unter das Tief gefallen und damit disqualifiziert sich für mich dann so eine Aktie dann tatsächlich auf der Long-Seite. So, dann haben wir hier Adobe, auch sehr stark hier, neues Jahreshoch. Die Aktie befindet sich auch oberhalb des letzten Ausbruchspunktes, hat hier also auch wirklich knapp korrigiert, auch hier nur vom Hoch zum Tief 1,5%, also auch wirklich eine gute Möglichkeit hier tatsächlich, wenn wir steigende Kurse im S&P sehen, hier wahrscheinlich einzusteigen. Die Aktie würde ich nicht handeln, weil wir kein Momentum mehr haben. Also das macht hier keinen Sinn mehr.
Hier stellt sich die Frage, haben wir jetzt einen sauberen Trend oder nicht? Wir sind ja über dem 200er. Ich persönlich würde sie halt momentan nicht anfassen, weil sie einfach noch im Korrekturmodus ist. Das kann man hier auch ganz gut sehen. Hier ist der Hochpunkt gewesen und hier ist der Tiefpunkt. Das heißt, wir sehen hier ganz klar, die Aktie läuft in dem letzten Quartal hier eher abwärts, also Korrekturmodus, auch ein sehr ausgeprägter Korrekturmodus, wenn wir uns mal die zeitliche Betrachtung hier anschauen von Mitte März zu jetzt, weil, wie gesagt, wir haben ja gesagt, ich möchte am liebsten möglichst kurze Korrekturen haben. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt das große Bild uns anschauen, können wir natürlich sagen, ist die Aktie long. Die Frage ist natürlich nur, wie viel Aktien wollen wir denn überhaupt bei uns ins Portfolio nachher legen? Traden wir 3 Aktien, 5 Aktien oder vielleicht auch 10? Das heißt, selbst wenn wir 10 Aktien traden, brauchen wir natürlich nicht 50 nachher in unserer Watchlist. Deswegen immer die besten Aktien, die ihr findet, in die entsprechende Watchliste. Dann schauen wir uns auch einfach mal die nächsten 2, 3 an. Hier ist auch ein gutes Beispiel für Dynamik, die aufgekommen ist hier in diesem Wert. Wir haben uns über den 200er EMA absetzen können, haben auch hier zwischenzeitlich einen sehr schönen aufwärts gerichteten Trend, der hier sehr schön zu sehen ist. Und was noch dazu kommt, das Volumen ist im Endeffekt auch angestiegen. Das kann man auch hier sehen. Hier oben beim Ausbruch sehen wir, dass wir hier steigendes Volumen hatten. Auch das ist ein eher positives Indiz dafür, dass es hier mit dem Wert weitergeht. Ob man jetzt hier oben heute einsteigen muss, würde ich jetzt vielleicht nicht machen, sondern eher auf eine kleine Korrektur warten und dann wieder in den Trade hinein. Aber nichtsdestotrotz, prinzipiell gehört diese Aktie für mich auf jeden Fall in die Watchliste. Auch hier ein Wert, der sehr schön in einem Aufwärtstrend ist, was mir hier ein bisschen lange dauert, kommt jetzt wahrscheinlich selber schon drauf. Das ist die Korrekturphase, die ist mir einfach hier schon zu lange. Ihr merkt schon, ich bin sehr, sehr kritisch, was das Ganze angeht im Trading, weil ich habe heute Morgen noch mit einem Freund und Bekannten darüber gesprochen, der auch schon sehr, sehr lange im Trading ist, auch sehr erfolgreich zwischenzeitlich. Es macht halt keinen Sinn, sein Geld so wahnsinnig lange in einem Wert zu binden, wenn da keine Dynamik reinkommt. So, und wenn ich das sehe, da ist eine Aktie, die jetzt schon seit 4 Wochen seitwärts läuft, dann heißt es nicht, je länger die seitwärts läuft, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt größer ist, dass sie nach oben ausbricht, sondern eher umgekehrt. Aktien, die es eigentlich immer nur 3, 4, 5 Tage korrigieren, neigen auch dazu, die nächste Korrektur sehr kurz zu machen. Und wenn die Korrekturen plötzlich lang werden, dann missfällt mir das einfach, weil wir haben halt wirklich genug Werte, 500 Werte, wir sind hier noch bei A und haben schon 2, 3 Werte gefunden, wo wir gesagt haben, die sehen gut aus, also sehe ich auch keinen großen Grund hier, dann auf solche Werte auszuweichen. Auch hier sehen wir, die Aktie entwickelt sich positiv, auch hier haben wir einen intakten Trend, der sich jetzt hier langsam entwickelt. Schön wäre noch, wenn die Aktie hier über die 180 nach oben wegläuft, dann würde ich auch die sehr schnell dann auf meine Watchlist bringen. Vielleicht noch einen letzten Wert, es ist 19 Uhr gleich, vielleicht dann noch einen kleinen Rückblick und Ausblick aufs nächste Mal. Hier zum Beispiel eine Aktie, die ich auf jeden Fall im Depot haben möchte, weil hier ist eine kurze Korrektur gewesen, 5, 6 Perioden, auch hier jetzt eine kurze Phase. Das sind so die Sachen, wo ich dann sage, das möchte ich natürlich gerne handeln. Wenn ihr mehr zu meinem Wochenausblicken sehen möchtet, dann könnt ihr das natürlich regelmäßig, wie gesagt, normalerweise jeden Montag in meiner Videothek, einfach bei mir unter www.lüttemann-coaching.de hier auf Videos gehen und dann findet ihr entsprechend in meiner Videothek, müsst ihr euch nur einmal kurz anmelden und dann findet ihr eben ganz viele Videos von mir, unter anderem natürlich auch den großen Marktausblick von heute, der wird dann hier irgendwann auch mit erscheinen und halt auch der Wochenausblick. Okay, gibt wie gesagt auch noch viele andere Videos, auch zum Intraday-Handel. Möchte hier auch noch mal kurz, weil ich beim letzten Mal auch ein paar Anfragen dazu bekommen habe. Wir werden auch beim nächsten Mal, wie gesagt, auf das Thema noch mal eingehen. Intraday-Handel. Es geht also nicht darum, jetzt irgendeinen Trade mit einer hohen Performance oder so zu zeigen, sondern einfach nur, wann lohnt es sich denn überhaupt, Intraday zu traden? Und das möchte ich jetzt einfach mal an einem ganz einfachen Beispiel zeigen, nämlich, wir haben das nämlich gesehen am vergangenen Freitag. Immer dann, wenn wir Arbeitsmarktdaten haben, wenn Zinsentscheidungen sind, solche Dinge, dann macht es durchaus Sinn, hier im Trading aktiv
aktiv zu sein, sei es jetzt auf 5 Minuten, da sieht man den Trend ja auch, was hier passiert ist mit den Zahlen, die dann gekommen sind, fällt der Markt im Prinzip von 1260 bis ins Tief hier 200 Punkte mehr oder weniger in gut 1,5, 2 Stunden herunter und seitdem laufen wir hier nur noch seitwärts. Das heißt also, heute zu traden im DAX wird für die meisten sicherlich nicht so wahnsinnig profitabel gewesen sein, sei denn, sie haben so hier diese kleinen Schwünge mitbekommen. Und das ist aber auch genau das, was ich sage. Warum diese Seitwärtsphasen nehmen, wenn ich doch die Chance habe, dieses hier zu handeln? Und das kann man halt ganz gut. Man kann es entweder machen, wenn die Zahlen direkt kommen. Da muss man nur eben ganz genau wissen, wie will ich das denn eigentlich umsetzen, weil ohne Strategie werden die meisten schon festgestellt haben, dass es sehr unprofitabel ist, einfach mal so blind um 14.30 Uhr reinzuspringen, weil die Volatilität natürlich extremst hoch ist. Ich selber mache das ein bisschen anders, beschreibe das auch, wie gesagt, in meiner Videothek in mehreren Videos. Hier einfach mal, um das zu sehen, die hohe Volatilität hier am Anfang bekomme ich eigentlich gar nicht mit, sondern erst nachdem es dann zu einer Korrektur kommt, versuche ich dann eben entsprechend in den Markt dann diesen neuen Trend, der hier dann auch entstanden ist, den dann für mich und mein Trading zu nutzen. Und das muss jetzt gar nicht nur im DAX-Future sein, das könnte jetzt auch genauso gut ein CFD sein, das könnte auch genauso gut ein anderer Markt sein, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass wir hier ganz klar sehen, der Markt ist in einer ersten starken Bewegung sehr stark abwärts gerichtet, macht eine Korrektur, die auch entsprechend groß war. Das heißt, die meisten sind auch gar nicht in der Lage, hier unten einen Short aufzumachen, weil der Stop natürlich hier, wenn wir uns das anschauen, das Hoch war ungefähr bei 10.220 und das Tief hier bei 10.150, 60, 70 Punkte groß. Das wird für die meisten viel, viel zu groß sein. Aber was wir natürlich machen können ist, und das ist natürlich etwas, was ich auch immer wieder gerne zeige, auch in meinen Workshops oder Coachings, warum dann nicht den nächst kleineren Trend nutzen, der sich dann hier im Endeffekt hier entwickelt. Und das habe ich dann auch hier gemacht, kurz zu zeigen, hier am Tief dann hier einfach rein, habe hier einen sehr engen Stop und nehme dann einfach hier in die fallende Bewegung dann meine Positionen raus. Das heißt, ich arbeite hier mit festen Take-Profits. Auch das ist etwas, was die meisten Kunden von mir ja kennen, das mit diesen festen Take-Profits zu arbeiten. Und die letzte Position lasse ich dann einfach drinne, bis ich ausgestoppt werde. Und das wird auch, wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir einfach auch mal von Tag, Stunde runtergehen, von Stunde dann in den Intraday-Bereich für alle die, die sich auch für den Handel auf 10 Minuten, 5 Minuten interessieren, dass wir da entsprechende Werte dann einfach mal raussuchen. Okay, das war es jetzt von mir. Vielleicht gibt es noch Fragen, Nelson. Dann würde ich sagen, dann machen wir vielleicht noch 3, 4, 5 Fragen. Genau, und schauen wir mal. Und dann, ja, die Zeit ist natürlich fortgeschritten und war sehr viel Inhalt heute. Eine Frage ist natürlich, was oft kommt, welche Kriterien du für dein Screening benutzt. Vielleicht kannst du da ganz kurz drauf eingehen. Also das wichtigste Kriterium für mich ist im Endeffekt, dass ich, wie wir das auch heute schon gezeigt haben, ich mache nochmal einen Chart dafür auf. So, gehen wir mal hier einfach in eine größere Zeiteinheit nochmal hinein, so auf den Tageschart. Also wichtig ist für mich, dass auf jeden Fall ein intakter Trend vorliegen muss. Weiß ich nicht, warum der Gina-Trader nicht nach vorne kommt. So. Also wichtig ist für mich, dass eben ein intakter Trend vorliegen muss auf Tagesbasis und dann würde ich entsprechend auch intraday das Ganze handeln. Wenn ich halt keinen Trend auf den großen Zeiteinheiten habe, handle ich halt nicht auf den kleinen. Und natürlich, ich handle nicht, das haben wir ja auch vorhin auch schon mal kurz angesprochen, am liebsten Werte, die sich halt oberhalb des EMAs 200 befinden. Also das sind halt zwei Grundkriterien, die sollte auch eigentlich jeder mehr oder weniger auf dem Schirm haben, wenn man sagt, naja, EMA 200 erscheint mir nicht so wichtig, okay, kann man vielleicht darüber diskutieren, aber dass wir halt einen intakten Trend brauchen, wenn wir unter markttechnischen Gesichtspunkten handeln wollen, das müsste eigentlich jedem klar sein, der auch die entsprechenden Bücher dazu gelesen hat, sei es von Michael Vogt oder auch von Erdal Cene, zwei wirklich auch hervorragende Händler, die das auch in ihren Büchern sehr gut beschrieben haben. Auch zur Dow-Theorie gibt es wirklich einiges an Fachliteratur. Und Trends, wie gesagt, bestehen halt länger, als dass sie sich umkehren. Deswegen ist das das erste große Kriterium, was man einfach nutzen sollte. Mhm. Dann hattest du uns ja ein paar Währungspaare vorgestellt, die sich gerade in der Seitwärtsphase sich befinden. Ob die dann geeignet sind, Rage Trading eben zu betreiben in dem Fall? Das wäre auf jeden Fall eine
Alternative, wobei das eben nicht mein Handelsstil ist und deswegen mache ich das auch nicht. Also ich also muss ich ja immer überlegen, wir haben ja alle, egal wie groß unser Konto ist, ob wir ein 500-Euro-Konto haben, ein 5.000er, ein 100.000er oder auch eine Million-Konto haben. Jeder tradet ja, wenn er mit 1% Risk arbeitet oder mit einem halben Prozent Risk pro Trade, kann maximal 5 bis 10 Werte gleichzeitig handeln. Das heißt, wenn ich jetzt mich auf eine, so wie jetzt bei mir, ich mich draufsetze, dass ich eigentlich nur Trends handeln will, dann habe ich im Regelfall diese 5, 6 Trades und dann brauche ich keine Range Trading mehr machen, weil ich keine freien Kapazitäten mehr dafür habe. Ich müsste mich dann auch auf diesem Bereich entsprechend wirklich so weit weiterbilden, dass ich das perfekt hinbekomme. Und ich bin immer ein großer Freund davon zu sagen, okay, welchen Art Handelsstil ihr nutzt, das ist erstmal aus meiner Sicht einerlei. Natürlich, Markttechnik ist eine super Sache, weil man es halt gut duplizieren kann und man auch klare Regeln festsetzen kann. Also es gibt nicht keinen Workshop oder auch kein Coaching, wo nicht jeder im Endeffekt eine klare Handelsregel auch aufschreiben muss, wie er das handelt, wann will er was machen und wann muss er aussteigen aus seinem Trade. Aber natürlich kann man das Ganze auch für Range Trading und machen. Nur für mich ist es viel, viel einfacher, immer mit dem Trend zu handeln. Also wenn der Markt raufläuft, dann will ich rauf und ich will nicht dagegen traden. Aber man kann das natürlich machen. Man muss sich darauf eben nur spezialisieren und nicht glauben, naja, ich lese da mal einfach vielleicht ein Buch und schaue mir 2 Webinare an, dann habe ich das, dann kann ich auch Range Trading betreiben. Schaut euch einfach euer Handelsjournal an. Ja, schaut mal drauf, wie profitabel ist das Range Trading bei euch und wie profitabel ist es, Korrekturen zu traden. Und ich würde wetten, wenn wir eine Umfrage jetzt machen würden und ihr ehrlich seid, die wenigsten von euch führen A, ein Handelsjournal und B, machen eine Auswertung und C, sind sie damit profitabel. Also versucht es mal einfach, mal ehrlich zu euch zu sein, schreibt es mal auf, was funktioniert jetzt wirklich am besten und versucht mal das zu professionalisieren, was wirklich gut läuft. Wie gesagt, es geht nicht darum, eine bestimmte Strategie jetzt in den Vordergrund zu stellen, sondern wirklich einfach mal sich selber zu überprüfen, wie gut bin ich denn jetzt wirklich und wo habe ich die größten Chancen, mich im Markt festzusetzen, um hier profitabel nicht nur 4 Wochen, sondern 4 Monate, 4 Jahre und den Rest meiner Zeit hier wirklich profitabel zu agieren. Und ihr werdet schnell darauf kommen, dass es fast immer das Profitabelste ist, mit dem Markt zu handeln. Wunderbar. Ich denke, das ist ein gutes Abschlusswort und ja, die Teilnehmer bedanken sich bei dir, Mario. Ich natürlich auch. War sehr informativ. Sehr gerne. Jetzt vielleicht noch, hast du Kontaktdaten, wo die Teilnehmer sich bei dir melden können? Natürlich einmal deine Facebook-Gruppe wäre eine Anlaufstelle. Ja, zum einen ist natürlich die Facebook-Gruppe und ansonsten auch über meine Website, wie gesagt, www.lüttemann-coaching.de. Da kann man zum einen über Kontakt natürlich an mich herantreten. Hier findet ihr auch eigentlich alles Wichtige vom Videos von mir, die kostenfrei sind, über die verschiedenen Webinare, auch das, was wir ja gemeinsam anbieten mit FX Flat zusammen und CapTrader, erfolgreich CFDs handeln, über weitere Webinar-Reihen hier im DVD-Shop. Also es ist wirklich alles hier auf der Seite und wie gesagt, über Kontakt ist es dann auch einfach. Ansonsten auch über meine Facebook-Gruppe bzw. Facebook-Seite natürlich auch. Da kann man auch dann einfach hier auf Facebook gehen und dann ist es Markttechnik erfolgreich handeln. Also überall der gleiche Begriff, da findet man dann im Prinzip alle wichtigen Dinge und kann mich darüber natürlich auch kontaktieren. Was ich nur immer dazu sagen muss, ich kriege es im Regelfall nicht mehr hin, das immer am gleichen Tag zu beantworten. Ich versuche das immer so schnell, wie es geht, aber dadurch, dass ich auch selber eben im Trading drinne stecke und momentan auch in den Vorbereitungen für meine beiden Workshops, die jetzt im Juni sind, wird es wahrscheinlich mit der Beantwortung immer 1, 2 Tage dauern. Ich sage das nur immer vorab. Nicht, dass ihr euch wundert, das ist dann kein Desinteresse, sondern einfach, ich muss im Moment meine Handouts für die beiden Workshops fertig kriegen und die müssen halt morgen, ist Abgabetermin bei der Druckerei, deswegen wird es dann wahrscheinlich Mittwoch, bis ich die Sachen beantworte. Ja, super, weil es sind natürlich noch viele Fragen offen, deswegen bitte nicht böse sein, einfach an den Mario die Fragen stellen oder gerne auch an uns, wir leiten das weiter. Und ja, weil da waren Fragen zum Beispiel, wie eben kann man noch an das dem Webinar jetzt am Donnerstag teilnehmen und so weiter. Ich denke, da ist dann bist du da der richtige Ansprechpartner, ne? Genau, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da muss die Anmeldung halt sehr schnell kommen, aber man kriegt dann auch die gesamten Webinare, die schon gelaufen sind, auch als Aufzeichnung. Prima. Das ist dann alles kein Problem. Super. Okay. Mario, ich bedanke mich nochmal. Schönen Abend und natürlich auch an die Teilnehmer. Das wünsche ich auch. Und wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder, der erste Montag im Juli.
Also, bis dann. Alles klar, bedanke mich auch bei allen. Nelson, vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.